Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Dreifach-Haul für dich. Und zwar habe ich bei Banana Beauty zugeschlagen, da gab es diesen technischen Fehler gedönsen. Dann habe ich bei Niche Beauty Labs zugeschlagen und ich habe ein Try-On-Mini-Haul von Chiquelle für euch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache das Ganze ja immer ganz gerne, alphabetisch. Deswegen beginne ich mit Banana Beauty. Chiquitas Place, die liebe Nicole, ist ja bei uns in der Wanderpaket-Gruppe auch mit drin. Und wir fixen uns die ganze Zeit gegenseitig an. Oh mein Gott, wir schieben uns die besten Deals immer so zueinander, dass man halt weiß, wo gerade was geht. Banana Beauty hatte da was mit so einer Surprise-Box mit dabei. Die Geschichte bei der Surprise-Box ist aber, dass eigentlich gab es da einen Mindestbestellwert. Der wurde aber erst veröffentlicht oder online, wie auch immer, als schon sehr viele Bestellungen eingetrudelt sind, sage ich mal. Also auch viele von euch haben dazugeschlagen, falls du mir auf Instagram folgen solltest. AIDUAK, Claudia rückwärts und ein P dahinter, heiße ich. Ja, dann hast du das auch mitbekommen. Einige haben tatsächlich auch dann ihre Bestellung bekommen, bei manchen wurde es aber storniert. Ich hatte Glück und war sehr, sehr früh mit dabei, sodass dann auch sehr früh schon meine Bestellung bestätigt wurde, das Geld abgebucht worden ist und die Versandbestätigung kam. Manche hatten nicht so viel Glück, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Aber es schaffte ich hier. Und das ist halt total witzig, denn man konnte irgendwas in den Warenkorb legen, Box 50 eingeben, hat dann 50% Rabatt auf den Artikel bekommen, plus diese Box dazu. Ich habe dann die liebe Nicole gefragt, was sie empfehlen kann und sie sagte vor allem voran die Mascara, die habe ich aber schon da, und die Liquid Lipsticks. Und witzigerweise habe ich den Nanana Naked noch gar nicht und den gab es jetzt in dieser Juni-Bestellung, ihr wisst Bescheid, ne? Und das heißt, dass der Deckel dann so schön holographisch ist, was ich ja total schön finde. Und die Farbe habe ich noch gar nicht. Nö, Proud Nanana Naked ist die Farbe. Ich würde jetzt gerne einfach mal den Lipgloss, den ich drauf habe, übrigens auch von Banana Beauty, Why Not, habe ich heute drauf gemacht, mal runternehmen. So, und dann trage ich mir den mal auf, in der Hoffnung, dass es dann auch genauso gut aussieht, wie ich es erhoffe. Weil es ist halt so ein schöner Nude-Ton, ne? Ja, also viel mehr Nude als der Nanana Naked geht ja kaum noch, ne? Ja, das ist schön. Also die Farbe gefällt mir tatsächlich. Und ich habe auch bräunliche davon tatsächlich da und ich habe auch einen roten. Die Haltbarkeit ist der Wahnsinn, das muss ich wirklich sagen. Also da freue ich mich drüber und da habe ich dann halt nur die Hälfte für bezahlt plus Versand. Also ich glaube 13,99 oder so ein Kram hat er dann gekostet, ne? Mega krass. Und jetzt gucken wir mal, was es gratis dabei gab. Hello Body und Banana Beauty gehören irgendwie zusammen, frag mich nicht. Da gibt es die Coco Tree Soothing Face Sheet Mask jetzt für Ume mit dabei oder gab es jetzt dann zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, die habe ich schon mal gehabt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Würde ich aber nochmal ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Finde ich ganz cool. Und ja, wie gesagt, für Ume mit dabei. Sage ich nicht nein. Ebenfalls für Ume mit dabei. Dieses mega geile Set, was einen Wert von 175 Euro oder sowas hat. Voll krass. Ein Mini-Unboxing in diesem Haul. Ich öffne das Seidenpapier. Wow. Okay. Und hier haben wir dann den Blick in die für Ume Box. Be your own kind of beautiful. Go Bananas! Das liebe ich ja da drauf, ne? Ich habe das ja auf meinem Influencer-Markenfest auch gezeigt. Ich habe die Pink-Variante gewählt. Man konnte wählen zwischen Nude, Pink und Rot. Und ich habe Pink gewählt. Olalicious. Olalicious. Genau, das ist die Farbe. Die habe ich hier mit dabei. Richtig schön. Ein Lip Liner habe ich auch mit dabei. Olalicious, das passt natürlich jetzt perfekt zu dem Liquid Lipstick, der da auch in diesem Set mit drin war. Das müsste einer genau so zum Anspitzen sein. Schöne, schöne Farbe. Eine Lip Butter. Die ist in der Farbe Sweetie. Mag ich auch gerne leiden. So ein schöner Rosenholzton. Und ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Für Ume mit dabei, kann sich nicht beschweren. Die Extra Length Mascara, die habe ich tatsächlich nicht. Ich habe die Volume Up, glaube ich. Und die gefällt mir auch tatsächlich. No Limits Mascara von Never Ending Lashes. Schaut so aus. Ist das irgendwie ein neues Design oder so, dass da überall Banana, Banana, Banana draufsteht? Weil meine alte Mascara sieht nicht so aus. Alt vor allem, ne? So ein Gummibürstchen. Get in Line Baby, das ist der Eyeliner Basic Bitch, den müsste ich aber schon da haben tatsächlich.
Wenn das der ist, den ich schon habe, dann finde ich den richtig gut. Der hat noch einen Liquid Lipstick hier in der Farbe Gift It To Me. Auch eine wirklich ein schönes, nudiges Rosé. Aber definitiv nudiger als das andere, was wir eben auch schon hatten. Also da haben wir Farbunterschiede. Und das war's. Das sind aber sehr, sehr coole Produkte, würde ich mal so sagen. Ne? Und die kosten ja ganz schön viel Geld, wenn man die normalerweise bestellt. 6 Produkte für Umme plus die Maske dabei. Sagst du nicht nein, ne? Ich freue mich auch tierisch. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, der lieben Nicole zu folgen. Hammer. Also die hat da einfach ein Händchen für solche Deals, das sage ich euch. Denn den nächsten Deal hat, ich weiß gar nicht, der wurde auch bei uns in der Gruppe gepostet. Da komme ich aber gleich zu. Erst, wir machen das alphabetisch. Wir sind hier stringent, Leute. Chiquelle, da habe ich nämlich einen Deal für euch. Mit Claudia W. 20 sparst du ab heute 5 Tage lang 20% im Chiquelle Online-Shop. Ich weiß nicht, ob die Teile, die ich euch noch zeige, noch verfügbar sind. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut gerne da mal im Online-Shop vorbei. Das ist ein schwedisches Modelabel und die haben zu bezahlbaren Preisen echt schicke Teile zu einer guten Qualität. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ich finde das von dem Stil her eher so ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen basic-mäßiger. Nicht so super ausgefallen, aber es gibt auch viele Crop-Tops und sowas. Aber halt nicht so diese super Fast-Fashion-Geschichte. Es ist nicht immer langfristig dort verfügbar. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ein bisschen Fast-Fashion dort ist. Aber die Qualität ist wirklich, wirklich schön. So, das seht ihr ja schon die ganze Zeit, dieses Oberteil, das ist ein Crop Top und das gehört zu einem, Set tatsächlich. Und dieses Set habe ich mir ausgesucht, das ist so ein sportliches Set. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser zu sehen. Also man kann die auch separat voneinander bestellen, es ist so schön hellblau. Ich mag das super gerne von der Farbe her. Macht schon ein Figürchen, das kann man nicht anders sagen. Und trotz Los Wochos sieht das Ganze hier gerade gar nicht so schlimm aus, wie ich das befürchtet hatte. Ich bin auch eben so tatsächlich durch die Wohnung gelaufen, weil ich gedacht hätte, vielleicht ziehe ich mit einem BH an, aber das habe ich dann doch gelassen. Und mein Freund fand es schön, also von daher kann ich mich nicht beschweren. Ich finde den Stoff extrem angenehm, also das ist so eine ganz, ganz weiche Qualität. Das ist so ein gerippter Stoff. Und ich denke auch, dass es das in unterschiedlichen Farben gibt. Von hinten ist es halt auch ne, so, dass man eigentlich eher so einen BH dazu tragen sollte, der halt halterlos ist oder der wirklich so hier zusammen ist und hinten auch zusammen ist. Oder so ein Triangel-BH oder sowas. Moin. Ja, ich bin ein bisschen weit von euch weg, Leute, ne? Aber ich mag das gerne leiden. Also das ist ein schönes Set, was ich halt so als Homeware gut tragen kann, was ich mir zum Sport gut vorstellen kann. Ich finde auch dieses Bauchfrei nicht so extrem, weil diese Hose auch so hoch geschnitten ist, ne? Das heißt, da fühlt man sich durch diesen Streifen jetzt nicht so ultra nackig und es fühlt sich sehr, sehr angenehm und wertig an. Es ist vor allem nicht so eng. Das ist halt auch immer so eine Sache. Bei diesen Sportklamotten habe ich das oft, dass ich ein Gefühl von Enge habe und irgendwie nicht, ne, nicht klarkomme. Sollte einem dann beim Chillaxen frisch werden oder so, kann man sich ein Jäckchen überziehen. Das ist tatsächlich auch cropped, also bauchfrei. Ich finde das aber total niedlich, weil das so flauschig ist. Und ich habe auch so einen Pulli, der so flauschig ist, den ich extrem gerne mag. Und das hier hat auch noch so Knöpfchen vorne dran. Das ziehe ich mir jetzt doch einfach mal über. Ich habe in den Kleidungsstücken von Chiquelle übrigens so gut wie immer die Größe M. Also das würde ich jetzt wahrscheinlich eher weniger hier zu kombinieren, sondern eher anders. Ne? Aber naja, man kann es theoretisch auch zusammen tragen. Kann man so ein bisschen offen lassen. Man kann das aber auch komplett zuknüpfen, wenn man möchte. Aber ich glaube, hierzu passt es jetzt nicht hundertprozentig. Es ist auch eine schöne Sache, das über ein Kleid oder so drüber zu ziehen. Die Armlänge finde ich einfach immer super angenehm und die Stoffe fühlen sich angenehm an. Das hier fühlt sich jetzt natürlich dadurch, dass es diesen Flauschi-Stoff hat, auch sehr warm an. Also mir wird gerade extrem warm. Genau. Aber das kann man halt besser so als ja, über so ein Kleid. Aber ich habe noch ein Kleid. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Dann kann ich es auch da drüber ziehen. Denn ich habe dieses Kleid hier und das ist aus dem gleichen Stoff wie diese Kombi, die ich hier gerade schon anhabe. Das ist schwarz und das ist so ein richtiges, so ein figurschmeichelndes Kleid. Und da hüpfe ich doch mal rein. Tada! Also ich finde es wirklich ziemlich scharf, ne?
Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt auf der Arbeit anziehe, weil der Ausschnitt hier halt sehr, sehr groß ist. Aber ich mag diesen Ausschnitt. Ich habe auch schon ein, ich glaube, T-Shirt von Chiquelle, was genau diesen Ausschnitt hat. Das ist hier so herzförmig. Und hier, ich habe jetzt DBH-Träger einfach mal so ein bisschen zur Seite geschoben. Ne? Kannst du auch einfach wahrscheinlich ohne BH tragen. Aber ich habe einfach gerne einen BH an. Hier sieht man ihn auch. Das ist ein bisschen unschön. Aber ja, mit so einem schulterfreien, also ne, trägerlosen BH ist es, glaube ich, eine ganz schöne Kiste. Ich finde es sportlich elegant und das mag ich einfach total gerne. Das ist ein tolles Kleid. Das ist eben dadurch, dass du diesen Stoff hast mit diesen Riffels, sehr figurbetont, sehr angenehm zu tragen und sehr flexibel. Ich würde tatsächlich da einen Tanga zu anziehen, weil man sieht hier auch so ein bisschen die Sliplinie. Ne? Das ist natürlich so eine Sache. Sammy, was machst du da an meinem Hintern? Unglaublich. Aber es ist ein femme fatale Kleid, finde ich. Wunderschön. Wie er einfach gerade Sitz vor mir macht. Mäuschen, guten Tag. Was macht Frauchen da? Frauchen macht ein Try-on-Haul. Dieser Hund, ne? Ja, gibst du mir die Pfote? Das ist ja so lieb von dir. So lieb. Da Frauchen das einmal überziehen, dass sie einmal kurz guckt, wie das aussieht mit diesem Oberteil. Nicht? Doch? Doch, doch, oder? Das Oberteil fusselt übrigens ein bisschen. Ich bin es ja gewohnt, dass ich überall immer Sammys Haare habe, weil dieses Oberteil, das fusselt so wie Sammy Haar tatsächlich. Ja, es tut mir leid, Maus, jetzt ist es raus, ne? Das ist halt, wenn es dann abends ein bisschen kühler wird. Und hier steht es aber auch ein bisschen ab. Na, ich weiß nicht. Vielleicht wird das ja doch nicht so unbedingt mein Favorite-Jäckchen. Eher weniger, ne, Sammy? Eher weniger Sache. Naja, aber trotzdem, die Sportkombi und das Kleid feiere ich hart. Wahrscheinlich muss ich auch einfach mal dieses weiße Jäckchen einmal waschen, dann kann man das mal ein bisschen besser beurteilen. Sammy, du sitzt hier voll im Weg. Darf ich vorbei? Nee, streichel mich, nimm mich in den Arm, hab mich lieb. Mausi, oh. Darf ich ihn weitermachen? Geh mal auf den Platz. Oh, tut mir in meinem Herzen weh. Maus. Jetzt kommen wir zu meiner Niche Beauty Lab Bestellung und auch da wurde ich angefixt von meinen Mädels. Also wirklich, das ist ja unglaublich. Und vor allem wegen diesem Balsam. Das ist von Cool Methics, der Cleansing Balm. Und der hat irgendwie nur 3,95 € gekostet. Ich mache euch auch mal den Link unten in die Infobox rein. Es gibt immer so einen Secret Sale oder Mystery Sale oder wie auch immer Sale. Da haben die immer bei Niche Beauty Lab, also nicht Niche Beauty, sondern Niche Beauty Lab, vereinzelt dann auch Produkte richtig krass reduziert und ich habe immer darauf gewartet. Ich habe es bei Ninas Beauty Welt auch schon gesehen, als sie mal das ausgepackt hatte, als sie sich was bestellt hatte. Und ich glaube auch, Nicole hatte da auch ein Video zu vorgestellt, ne? Und da habe ich halt gesagt, oh, diesen Balm, das kostet ja normalerweise relativ viel. Also ich liebe ja den von Yepoda, aber auch der ist natürlich sehr, sehr hochpreisig. Und ich möchte gerne auch günstige dagegen einmal testen. Heute war ich bei Rossmann shoppen und habe gesehen, dass tatsächlich auch bei Physicians Formula so ein Balsam jetzt mittlerweile da ist. Der kostet irgendwie 14,95 € oder so. Ja, oder? Was kostet der? Weiß ich nicht. Habe ich ganz vergessen. Ich habe den nicht mitgenommen. Und jetzt wollte ich den einmal testen. Und ja, ich meine, im Prinzip ist er ja nicht günstig, weil eigentlich ist der Originalpreis ja auch höher. Aber trotzdem wollte ich den mal ausprobieren. Da ist relativ viel Produkt drin. 175 ml. Und der riecht sehr, sehr angenehm. Also da bin ich gespannt drauf, ob der halt auch genauso gut performt wie die anderen, die ich so ausprobiert habe. Ich habe ja auch den von Elemis ausprobiert. Auch den fand ich sehr gut. Aber auch das ist ein sehr, 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 sehr teures Produkt, ne? Den habe ich tatsächlich zweimal bestellt, weil entweder Backup oder mal verlosen oder so. Dann habe ich mitgenommen von Bodies Pharmacy Pure Allure Aftershave. Brauche ich halt so zum Beispiel für meinen Intimbereich, für meine Achseln. Weil wenn ich mich jetzt im Sommer unter den Achseln jeden Tag rasiere und auch wenn ich schwitze im Intimbereich rasiere und dann schwitzt man und dann au, ist es ganz gut, wenn man sowas hat. Das ist eigentlich für Männer, steht hier drauf. Oh, ja gut. Kriege ich trotzdem hin mit Aloe Vera, Cool and Refresh. Ja, ne, das, ich hoffe, dass es nicht brennt. Oh mein Gott, jetzt habe ich da aber Angst vor. Ah, muss ich mal ausprobieren, es riecht tatsächlich etwas männlich. Ja, vielleicht habe ich mich auch einfach mal verklickt.
Dann habe ich mitgenommen, und ich dachte nicht, dass die so groß sind, von Beauty Drops Niacinamida 5% Vitaminas. Das ist dieses Riesending. Oh mein Gott, ist das riesig. Das ist ein Cleansing Gel für alle Hauttypen. Niacinamide sind ja auch sehr, sehr gut für die Haut, sehr hautberuhigend. Und das würde ich dann zum Double Cleansing verwenden. Das ist aus Glas, Wahnsinn. Genau. Und das stelle ich mir dann unter die Dusche. Ich liebe es, dass sowas einen Pumpspender hat. Den Cleansing Balm dann vorher, um halt die ganze Geschichte zu lösen, runterzunehmen und dann einmal mit Wasser abwaschen. Und unter der Dusche dann nochmal das Produkt dann danach mit Niacinamid, ist natürlich auch ein Träumchen. Ne? Ich weiß auch nicht, warum die Produkte dann so krass da günstig verkauft werden. Muss ich wirklich passen. Das hier ist eher ein Produkt, was ich verwenden würde, entweder abends oder eher so Richtung Winter. Oder einen ganz, ganz fetten Sonnenschutz drüber geben, weil da Retinol mit drin ist. Auch von Beauty Drops Retinol 1% und Vitamin C und E sind hier mit dabei. Und das ist ein Body Oil, 120 ml. 120 ml fand ich auch in Ordnung. Und das sieht so cool aus. Das sieht echt cool aus. Wie so eine riesengroße Pipette. Voll. Und das ist auch wieder eine Glasflasche, ne? Spektakulär. Also das ist für mich eher so ein Hautserum. Und je nachdem, wie die Pflegewirkung davon ist, würde ich danach gegebenenfalls nochmal eine Bodylotion aufgeben. Oder zum Beispiel dann über Tag dicken Lichtschutzfaktor drauf. Ne? Und last but not least habe ich mir dann fürs Gesicht noch was mitgenommen. Und zwar Beauty Drops Niacinamida 2% Akidos Acids, also Säuren. Das ist ein Serum für Strahlkraft. Hier sind 30 ml enthalten. Und hier sind wir auch wieder bei den wundervollen Niacinamiden. Ich bin keine Hautpflegeexpertin, aber ich gucke Leuten zu und ich höre ihnen zu. Und die erzählen da immer so viel Positives von. Oh, das ist wieder Glas, ne? Also schon sehr, sehr hochwertig. Und das dann für den Preis als Schnapp halt zu machen, finde ich geil. Also gefällt mir richtig gut. Vielen Dank fürs Anfixen, liebe Mädels. Und ihr Lieben, das war es jetzt hier auch schon mit meinem Haul. Die drei Hauls zusammengefasst habe ich hiermit vorgestellt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denkt auf jeden Fall an den Gutscheincode ClaudiaW20. Dann bekommt ihr nämlich ab heute 20% Rabatt auf die Chiquelle-Produkte. Alles in der Infobox verlinkt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!